Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Heidi, und ich hoffe, euch geht es gut, denn mir geht es gut. Ich habe vorhin diese Karte gebastelt, also hier kann man toll noch was reinschreiben, und ich habe diese Stanze für, ich sag jetzt mal, die Stanze des Monats erklärt, weil ich finde die so toll und ich wollte mit euch auch weiter noch ein bisschen damit basteln. Ich habe jetzt die zwar gebastelt, habe aber hier überhaupt nichts vorbereitet. Hier liegt jetzt alles quer und krumm und was weiß ich, weil ich gerade noch die Küche sauber gemacht habe und den Kühlschrank ausgewaschen habe. Und ich habe gedacht, ich wollte heute mit euch noch dieses Video drehen, weil morgen muss ich wieder arbeiten. Dann geht es mal wieder rund. Urlaub ist vorbei und andere wollen schließlich auch in den Urlaub. Das heißt, ich bin morgen wieder auf der Arbeit. Und ich hoffe, wir kriegen dann unseren normalen Rhythmus wieder rein. Ein Video sonntags, eins dienstags. Es kann sein, dass das sich auf mittwochs verschiebt, weil meine Kollegin ab übernächste Woche im Urlaub geht. Und schauen wir mal. Auf jeden Fall zwei Videos, auf jeden Fall die Woche. Wie gesagt, ich habe nichts vorbereitet. Es kann jetzt ewig lange dauern, das Video, weil ich irgendwas herholen muss, weil was runterfällt. Oder weil ich es nicht richtig ausstanze. Wir machen das jetzt einfach gemeinsam, ja? Ich stelle die Karte hier rüber. Hol euch größer. Habe ich gar nicht geschaut. Jetzt habt ihr hier auch natürlich ein paar Sachen hier liegen. Wie gesagt, es ist nichts vorbereitet. Wir legen los. Was machen wir denn als erstes? Ich trinke erstmal einen Schluck. Ich habe hier immer, und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, mehr Wasser zu trinken. Ich habe hier so ein Teil und da kann man, hier ist so ein Teil drin, da kann man Früchte reinmachen. Und das mache ich mir immer, da habe ich heute schon die zweite Flasche von. Und ich versuche in nächster Zeit auch wieder mehr zu trinken. Ich trinke immer zu wenig, auch auf der Arbeit. Also solltet ihr mal so einen Flop holen oder sowas, dann ist es, dass ich hier was trinke. Dann habe ich hier noch was anderes zum Trinken stehen. Da trinke ich jetzt erstmal einen Schluck von. Und wir legen jetzt los. Gut, wir nehmen unser Schneide- und Falzband. So, Versprecher bestimmt wieder vorprogrammiert, ist halt so. Und ich nehme jetzt erstmal für unsere Grundkarte das Grundweiß von Stamping Up. Viele kennen das, immer, ich sage es halt immer für die dazu, die neu auf dem Kanal sind, damit die wissen, wo ich das Papier her habe. Ich versuche auch immer Holz zu machen, damit wir auch mal ein bisschen nachvollziehen können, woher ich Stanzen oder sonst was habe. Weil bei diesen Schmetterlingen, die ich hier drauf habe, weiß ich auch nicht mehr, woher ich die habe. Aber ihr nehmt halt immer das, was ihr habt. Gut, Grundkarte. Die Grundkarte hat 26 cm. Das heißt, ihr legt die, das ist eine DIN A4-Seite, ihr legt die 26 cm an eurem Schneide- und Falzbrett an, schneidet das ab und dreht das Ganze und legt es bei 13 cm an. So, und dann wird es auf die lange Seite gelegt, also nochmal. Wir haben 26 cm mal 13 und das wird jetzt auf die lange Seite gelegt und bei 13 cm wieder angelegt. Und wir falzen das dann bei 13 cm. Okay, das haben wir. Dann brauche ich einen Aufleger. Jetzt muss ich mal gucken, wie gesagt, ist ja jetzt hier alles spontan, ob ich hier noch einen Rest habe. Selbstverständlich habe ich hier noch einen Rest. Und da brauchen wir eine Auflegekarte mit den Maßen 12,5. Sollte ich mich versprechen, weil es ja hier in meinen Videos immer normal mittlerweile geworden ist, verlinke ich euch die Maße immer unten in der Infobox und auch alles, wo ich weiß, wo ich die Materialien weg habe. Ja? So, 12,5 mal 12,5, der erste Aufleger. So, sollte es etwas lauter draußen sein, ich habe die Balkontür auf. So, 12,5 mal 12,5. Ihr Lieben, was habe ich dann gemacht? Ich hatte euch ja ein Haul gezeigt vom Teddy. Und da hatte ich mir ja diesen Block zugelegt. Und aus diesem Block werde ich jetzt dieses Papier hier,
Da ist so ein Traumfänger drauf. Das werde ich mir rausholen. Und in diesem Block finde ich es immer ganz toll, weil das immer doppelt drin ist. So kann ich immer eine Karte vorbasteln, die ich euch im Short zeigen kann und dann mit euch gemeinsam eine basteln. Also die nehme ich. Diesen Block gibt es beim Teddy. Hier ist gerade alles irgendwie, Moment, der Block ist zu groß, er haut an die Kamera. Gut, wir nehmen jetzt erstmal dieses hier, also dieses Designerpapier habe ich mir genommen. Und dann habe ich mir das Ganze ausgeschnitten. Und zwar wollte ich jetzt diesen Traumfänger nicht unbedingt mit drauf haben, da kommt ein Stück mit drauf. Ich lege es an. Der zweite Aufleger hat nämlich die Maße 12. Mal 12. So, und dann habe ich ein Stück von diesem Traumfänger noch dran, aber man weiß nicht, dass es ein Traumfänger ist. Okay, das haben wir. Das Schneide- und Falzbrett kann weg, ihr Lieben. So, gut. Wir müssen stanzen. Ja? Und zwar habe ich, ihr nehmt Schmetterlinge, die ihr habt. Ja? Ich verlinke euch natürlich wieder eine Alternative. I don't know, ich weiß nicht, woher ich die habe. Und deswegen mache ich ja auch immer Hauls, damit wir uns vielleicht merken können, oder ich auch, wo habe ich immer die Sachen weg, und hier weiß ich es nicht. Ich glaube sogar, die sind vom Temo. Keine Ahnung. Da werden wir uns jetzt zwei ausstanzen. Hier könnten wir jetzt auch das gleiche Papier nehmen. Wir nehmen jetzt einfach mal das gleiche Papier dafür. Da stanzen wir uns die Schmetterlinge aus. Und dann habe ich natürlich die Stanze. Na komm hoch. Lilie ist das, glaube ich. Da habe ich noch das Restpapier drin. Das könnten wir mal gerade mit dem Pixar rausmachen. So, das machen wir uns mal raus. Hängt hier noch drin. Und das machen wir uns hier auch noch mal raus. Also, diese Stanze, meine Stanze des Monats, ist von Alexandra Renke. Ich finde die einfach genial, Leute. Ich finde sie toll. Ein Hoch auf den, der die kreiert hat. Und wir werden jetzt stanzen. Und zwar stanzen wir jetzt hier diese Blume raus, also diese Linie und zwei Schmetterlinge. Jetzt hoffe ich, dass meine Big Shot hier drauf passt und ihr was seht. Karte mal etwas weiter zurück. Big Shot mal. Ich glaube, das reicht noch. Genau. Als erstes machen wir es jetzt erstmal so, dass wir diese Stanze nehmen. Im Übrigen, ich habe mir das alles immer selber gekauft. Sollte es mal irgendwann der Fall sein. Und ich habe mal wirklich einen tollen Kooperationspartner, der mir das zur Verfügung stellt. Dann sage ich euch das. Weil aber jetzt die Kooperationen, die da kommen, nee. Sowas, nein. Also, die Stanze lege ich jetzt hier so drauf, so quer, und werde mir das jetzt durch meinen Big Shot drehen. Einmal vor und einmal zurück. Und das reicht bei diesen tollen Stanzen so total aus. Schaut mal, und zack ist ab. Klar ist das jetzt hier drinnen, aber das kann man ja rausmachen. Und ihr habt diese schöne Blüte, Lilie, das kann man jetzt so hochbiegen, habt ihr in diesem Designerpapier drin. Und ich finde es einfach nur schön. Stanze des Monats. Ich glaube, das mache ich jetzt immer, Stanze des Monats. Aber ich weiß ja nicht, ob ich immer was bestelle. Ist egal, man kann ja auch mit alten Stanzen Stanze des Monats machen. Das ist die Stanze des Monats Juli. So, was habe ich dann gemacht? Das legen wir beiseite. Ich habe mir diese Schmetterlinge genommen und aus diesem Restpapier stanzen wir uns jetzt diese Schmetterlinge raus. Gut, ich lege das mal hier so drauf. Mach mir wieder mein Sandwich. Sandwich heißt, ich habe diese Platten hier und die werden aufeinander gelegt und deswegen sagt man Sandwich dazu. Und das kurbeln wir jetzt auch wieder hier durch.
So, das mache ich mehrmals. Und dann ist der hier noch drin und der ist hier auch noch drin. Das holen wir uns jetzt mal eben hier runter. Ich will die Big Shoot, dass die vom Tisch kommt. Mach mir das von den Platten eben noch ab, diesen Rest, damit wir die Big Shoot erstmal wegstellen können. So. Und die kommt wieder unter den Tisch. So, jetzt haben wir diese Schmetterlinge hier. Und jetzt muss ich da erstmal mit meinem Pixel dran. Und das erstmal hier so raus machen. Und jetzt ziehen wir den hier komplett raus. Die kann ich später sauber machen. Und guck erstmal, dass hier alles raus ist. Okay, den ersten haben wir. Und jetzt machen wir den zweiten. Erstmal gucken, was hier wieder alles so. Weil bei dem weiß ich das, da ist das nicht so, dass man den so leicht, auch wenn diese Dinger hier da sind, dass sich das hochhebt, ist nicht so. Bei dem ist es wirklich so, ich muss da reingehen und dann hole ich mir den Schmetterling hier raus. Ja, und dann drücke ich das mal hier weg. Das haben wir jetzt. Cool. Tischmülleimer weg. Den liebe ich auch, weil ich hatte den anderen mit so einem Schwingding, den fand ich eigentlich auch ganz gut. Aber jedes Mal, wenn ich Kleber dran hatte irgendwie und, weil den finde ich gut, ist egal, ob ich jetzt hier an diesen Kleber dran habe, hier, welchen Finger ich auch immer nehme, das Ding geht auf. Zwar Plastik von Temu, ist aber top. Ne? Gut, das haben wir, ihr Lieben. Das. Dann habe ich einen Spruch, beste Wünsche, der ist von Stamping Up, aber ich habe jetzt nicht irgendwo das Cover, wo ich euch das zeigen konnte, weil der war ganz woanders mit drin. Ne? Den hatte ich gesehen, den nehme ich mal wieder. Wir könnten natürlich auch einen anderen Spruch nehmen. Wir machen das ja hier jetzt spontan. Lieben Dank könnten wir nehmen, oder? Nehmen wir das von diesen. Da war der nämlich drin. Ich weiß nicht, warum der da drin war. Aber so findet sich ja manches wieder. Jetzt schaue ich mal, wo. Lieben Dank. Hier ist lieber Dank. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob der dann in diese. Wir stempeln mal beide eben auf. Ich stempel mal beide auf. Ich mache jetzt erstmal hier. Beste Wünsche habe ich hier schon drauf. Das weiß ich noch. Und da machen wir uns jetzt auch noch mal lieben Dank. Ich muss nämlich gucken, ob der gleich durch meine... Ihr nehmt euch, was ihr habt. Alles, was ich hier mache, ihr Lieben immer, in meinen Videos, sollen inspirieren. Ich hole mir selber Inspiration und euch soll das Ganze auch inspirieren. So, den stempel ich mir mal eben hier noch drauf. Gucken, ob der was wird. Der ist sehr schön geworden. Meine Stempel mache ich gleich auch wieder sauber. Gut, den machen wir auch mal hier drauf. Und jetzt gucke ich mal. Diese Stanze habe ich, ihr Lieben. Die ist, hier ist noch Rest drin, die ist von Stamping Up. Gibt es aber nicht mehr bei Stamping Up. Ich selber habe die bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Schaut mal immer wieder nach. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich die gefunden habe. Das ist so eine super Stanze. Wäre auch toll, wenn sie die mal wieder ins Programm nehmen würden. Die ist wirklich toll. Wer die jetzt nicht hat, schneidet es euch einfach aus und schneidet euch. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Jetzt müssen wir mal gucken. Passt das da drauf? Hier hängt immer noch was dran. Aha. Ich glaube, das passt da rein. Lieben Dank. Ich glaube, nicht ganz, oder? Mal schauen wir mal. Wir lassen das trotzdem mal so. Gut. Und dann sieht das Ganze so aus. Ihr Lieben, ihr schneidet euch das gerade raus und dann schneidet ihr euch einfach so Ecken rein. Na, ihr braucht diese Stanze nicht. Ich habe sie, ich fand sie toll und ich arbeite sehr gerne damit. Wie gesagt, mal ein Appell an, sagt man Appell, an Stamping Up. Bringt doch mal diese Stanze wieder ins Sortiment.
Also es gibt viele, die die mögen und viele, die die auch haben möchten. Gut, ihr Lieben, das kann auch weg. Das kann auch weg, das kann auch weg. Heidi redet heute so viel. Jetzt trinkt sie erstmal einen Schluck Upala Wasser. Ich muss da, das ist hier noch schwül und warm. So, dann stellen wir mal wieder hier rüber. Gut, was machen wir dann? Wir nehmen unsere Grundkarte und falzen die. Klappen das mal hier rüber. Und ich nehme mein Falzbein. Gut. Dann nehmen wir unseren ersten Aufleger. Ich nehme Flüssigkleber. Ich habe zwar schon eine neue Flasche. Ich arbeite jetzt sehr gerne. Ich zeige euch mal die neue. Ich glaube, die habe ich jetzt auch schon länger. Aber da ist immer noch so viel drin. Die hat sich ein bisschen, glaube ich, verändert. Schaut mal, ja. Mittlerweile sieht die so aus. Aber ich komme mit der, da ist immer noch so viel drin und ich stelle die wirklich immer altes Glas auf den Kopf und da ist die drin und die, bin ja gespannt, wann wir die mal öffnen. Also bis jetzt ist sie noch zu, ich brauche sie noch nicht. Stell sie mal, oder stell sie direkt wieder rein. Das machen wir mal eben. Gut. Wir machen jetzt hier erstmal Flüssigkleber drauf. Ich glaube, wenn wir mal die nächste Flasche öffnen, schreiben wir das Datum drauf und wie lange wir mit so einer Flasche hinkommen. Ja, das könnten wir mal machen. Erinnert mich dran, wenn ich es vergesse, aber jetzt sind wir ja noch mit dieser Flasche beschäftigt. Ich muss mich aufstellen. Im Übrigen, meinem Fuß geht es wieder gut. Ab und zu sind da trotzdem noch Schmerzen, obwohl das ja jetzt schon, lass mich mal gerade überlegen, es sind 9 Wochen her, ne? Aber es tut immer noch weh. So, jetzt machen wir hier erstmal draufkleben. Also nicht unterbrochen weh, aber ab und zu tut es weh. Mit meinem Fuß, für die, die es nicht wissen, ich hatte einen Außenbänderriss und dieses Band hat mir dann sogar noch ein Stück vom Knochen abgerissen. Und ich war 6 Wochen deswegen krankgeschrieben. So. Das habe ich hier drauf gemacht. Dann habe ich mir bei Teddy so einen Abroller gekauft. Ich habe so einen für Diamond Painting, aber der Abroller für Diamond Painting soll auch für Diamond Painting bleiben. Und dieser ist halt jetzt für, dass ich hier so drüber gehe, weil ich finde das richtig gut und dann wird der Kleber richtig gut verteilt. Der hatte bei, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade schon gesagt habe, bei Teddy 3 € gekostet. Gut, was mache ich dann? Dann nehme ich den zweiten Aufleger, wo wir uns diese Blume raus gestanzt haben oder eingestanzt haben. Nehme wieder Flüssigkleber. So, mach das so an die Seiten. Ecken ist wichtig, sonst stehen die ab. Und wir kleben das drauf. Ihr Lieben, wo ich mich auch noch für bedanken möchte, ist in unserer Gruppe bei Facebook bei Basteln für Jedermann. Wir sind über 9000 Mitglieder. Danke, dass ihr dabei seid und mir eure super schönen Sachen zeigt und den anderen natürlich auch. Es sind da gigantische Sachen bei und richtig, richtig schön. Also toll. Super, super, super. So. Jetzt nehme ich den Roller wieder und gehe hier rüber wieder und drücke das Ganze an. Das macht der Blüte jetzt nichts. So, jetzt drücken wir das Ganze hoch. Das ist ja das Schöne daran. Auch die Farbkombination hier mit diesem Designerpapier. Ui, warum geht das nicht hoch? Doch, es geht hoch. Gut, haben wir hier noch. Dann sieht das erstmal so aus. Jawohl. Musst du kurz was trinken? So, was habe ich als nächstes gemacht? Ich brauche Schleifenband. Da machen wir uns mal kurz eine Schleife. Kann ich euch auch wieder verlinken. Da kommt man auch Ewigkeiten mit hin. Ich verlinke es euch. Da sind 2 Rollen und ich arbeite, glaube ich, immer noch mit dieser ersten Rolle. Und ich schneide auch immer viel zu viel ab.
statt ich das mal kürzer mache. So, jetzt machen wir uns mal hier eine Schleife. Na. Zieh das an und dann gucke ich, dass ich die etwas in Form bringe. Ist aber noch nicht so, wie ich das so will. Ne? Okay, wir lassen es aber so. Schräg mir das Ganze an. Hier auch nochmal. Gut. So, dann nehmen wir uns die Schmetterlinge. Ich hole euch erstmal näher ran, damit ihr meine hässlichen Fingernägel seht, die ich ja eigentlich auch noch machen wollte, bevor ich morgen wieder... Mal gucken, ob ich das heute noch schaffe. Geht das euch auch immer so? Ihr habt Urlaub und dann macht ihr alles auf die letzte Minute. Ja, bei mir ist das so. Ne? Immer wieder dann alles noch... Oh, das machst du noch schnell und das machst du noch schnell. So, die ziehe ich so etwas übers Falzbein. So, und das hier auch noch. Und dann nehme ich mir Klebepunkte. Wo habe ich sie? Hier. Für die, die es nicht kennen, die kaufe ich mir immer bei Stamping Up. Mit was ich sehr zufrieden bin, ist klar, das kaufe ich mir auch immer wieder. Ist so, wird auch bei mir beibehalten. So, den klebe ich mir jetzt erstmal hier so drauf. Und den zweiten machen wir da drüben hin. So, kann schön andrücken noch. Gut. Und jetzt fangen wir erstmal an, noch unsere Glitzerpunkte zu kleben. Wo habe ich sie? Hoppala. Jetzt nehme ich die von, machen wir mal ab, das hängt schon so blöde hier, die ich im letzten Teddyhole gezeigt habe, die ich mir geholt habe. Ich finde die so toll, weil die haben im Endeffekt, sehen die Silber aus, aber wenn man die so hin und her, wie Regenbogenfarben. Und die setze ich mir jetzt erstmal auf die Blüten. Finde ich ganz, ganz tollen Effekt. Wie gesagt, die findet ihr in Teddy. Und da brauchen wir gleich hier noch eine. Die setze ich mir hier schon mal auf den Schriftzug drauf. Sonst muss ich das nachher wieder herholen. Die kommt hier hin. Und dann hatte ich mir noch eine hier oben hingesetzt. Gut, dann kann das erstmal, das waren diese hier, so sehen die aus. Die machen wir dann auch wieder weg. Und dann, mit denen arbeite ich ja auch schon ewig, oder? Da brauche ich jeweils immer 3 Stück für den Schmetterling. Die habe ich damals auch beim Teddy, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Temu sage, beim Teddy gekauft. Da gucke ich, dass ich jetzt hier genau 3 Stück abkriege. Und die setze ich mir hier auf diese Schmetterlinge drauf. So. Und nochmal 3. Erstmal den alten Kleber hier runter machen. Aber wenn man sieht, im Endeffekt, man verwertet wirklich viel. So, und dann nehme ich mir wieder 3 Stück hier. Mache mir erstmal lose. Ups. Die hätte ich gerne im Zusammenhang gehabt. Gucken, ob ich das noch so hier hinkriege. Nee. So, was nehmen wir dann mal? Dann gehen wir hier rüber. Gucken, ob ich sie hier... Ja, hier habe ich 3 Stück. Und die mache ich dann hier auf diesen Schmetterling. So. Dann haben wir diesen Effekt erstmal. Schaut mal, ist schön, oder? Also ich kann euch diese Stanze nur empfehlen. Sie ist toll. Sie ist echt toll. Gut, demnächst mal gucken. Man könnte auch diese Blüten nochmal ausschneiden. Ihr habt ja gesehen, ich habe eine Karte gemacht mit diesen Blüten. Mal schauen wir mal, was da noch so kommt von der Heidi. Jetzt habe ich, glaube ich, erstmal dieses dran gemacht, weil ich habe mir... Hol mal die andere Karte, den Faden hier unten durchgezogen.
Deswegen muss ich erstmal das hier dran machen. So. Dann machen wir 3 Stück drauf, dass das so ein bisschen höher steht. Auch diese, entweder hole ich beim Temu, aber Temu habe ich jetzt lange nicht bestellt, oder bei Stamping Up. Klar ist die Qualität von Stamping Up besser, aber nur, also den Unterschied habe ich gemerkt, nur bei der Folie abmachen, also bei der Trägefolie. Vom Kleben her, finde ich, sind die beide gleich. So, jetzt klebe ich mir den hier so drauf und dann nehme ich noch einen Klebepunkt. Ziehe ich das mal noch mal kurz an, setze mir den hier hinten auf die Schleife, suche mir mal gerade hier die Öffnung, wo was frei ist. Das ist hier, oder? Nee. Hier. Und dann setze ich mir die Schleife hier so rein. Den Schmetterling kann man jetzt noch so hoch machen. So. Und wir sind fertig. Tata. Mal mit so einem, nenne ich das Türkis? Ist das Türkis? Ja, ne? Türkis. Grün ist das nicht. Das ist so. Ich mag es. I love it. Schaut mal, ist das nicht schön? Gut, oder? Ich hole euch mal größer. Dann kriegen wir beide Karten drauf. Ich mache gleich noch ein Foto für das Titelbild. Schön, oder? Ihr Lieben, ich weiß, ich habe wieder gequatscht wie im Wasserfall. Ich bin so und ich bleibe so und ich ändere mich auch nicht. Egal, ob das welche mögen oder nicht mögen, ist so. Jeder ist, wie er ist. Und es ist so. Ihr Lieben, ich verabschiede mich heute mit diesen Karten von euch und mit diesem Video. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder inspirieren. Und ihr habt Spaß daran, das nachzubasteln oder sowas Ähnliches zu basteln. Ich wünsche euch von Herzen noch einen super, super schönen Sonntag. Heute ist ja das Endspiel. Schauen wir mal, wer gewinnt. Es soll der Bessere gewinnen, sagt Peter immer. Das werden wir ja sehen, wer der Bessere ist. Ihr Lieben, tschüss, bis bald, eure Heidi. Ciao, ciao.